So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir spielen immer noch. Es ist schon spät, wo ich jetzt gerade aufnehme, aber wir spielen immer noch. Und zwar, ja, wir spielen immer noch Foundation. Das wirklich tolle Spiel Foundation, und ich bin immer noch hin und weg. Es macht echt verdammt viel Spaß und ich freue mich, dass ich diese Erfahrung mit euch teilen kann. Ist wirklich toll. Also, für die Leute, die sich vielleicht überlegen, kaufe ich das Spiel oder kaufe ich es nicht, ist es definitiv eine Empfehlung. Holt es euch einfach. Macht sau viel Spaß. Ich spiele es jetzt mittlerweile schon, ich glaube, über 3 Stunden oder 4. Ich habe keine Ahnung. Die Zeit vergeht wie im Flug. Einfach nur toll. So, wir waren stehen geblieben das letzte Mal. Wir haben hier eine Bäckerei gebaut oder sind gerade dabei, eine zu bauen. Und des Weiteren werden wir heute für 500 diesen Teil hier kaufen. Mal schauen, das wird zwar relativ teuer werden, aber ich würde tatsächlich gerne meine Stadt etwas ausweiten in diese Richtung. Und dazu brauche ich Geld. Geld, 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 Geld. Und das werde ich mal versuchen, ob ich das mit dem Brötchen hinbekomme. Das heißt also, die Mühle ist gerade dabei, hier fleißig das herzustellen, quasi. Also quasi aus Kornmehl herzustellen. Und dann werde ich natürlich aus dem Mehl und Wasser werde ich dann Brötchen backen. Und die werden dann auf dem Markt verkauft, was mir hoffentlich dann wieder einen satten Bonus im Geld bringt. Und ja, ich bin halt wirklich mal gespannt, weil dieses Territorium hier kostet halt wirklich schon sehr viel Geld. Und 500 sind halt auch wirklich, wirklich, wirklich viel. Ja, aber es kann ja sein, dass das noch besser wird. Oder vielleicht kostet das jetzt alles 500. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Erstmal muss hier, der Rubel muss erstmal rollen. Aber ich denke, wir sind da ganz guter Dinge, dass das klappt. So, ich finde es aber immer noch ein bisschen blöd, dass die Mühle so laut ist. Sie ist wirklich unglaublich laut. Unfassbar laut, dieses scheiß Ding. Und ich überlege tatsächlich, die Mühle zu verlegen. Irgendwo hier hoch. Am besten hier. Ganz weit weg von der Stadt. Das ist halt... Hört ihr das? Also es gibt schon einen Grund, warum früher Mühlen nicht direkt im Ort gebaut wurden. Natürlich der erste Grund ist, im Ort ist meistens kein Wind. Aber ich glaube, der Hauptgrund liegt daran, dass dieses Ding halt einfach scheiße laut ist. Und ja, das macht die Sache natürlich nicht einfacher. So. Nicht leiser. Was ist sozusagen jetzt so der nächste Schritt? Ihr habt ja mal gesehen, wir können hier oben unter Handel, können wir hier mehrere Handelsrouten freischalten. Bis jetzt haben wir nur die Handelsroute, wo Bären, behauener Stein und Bretter verkauft oder gekauft werden, besser gesagt. Und wir wollen natürlich versuchen, auch die anderen Bereiche hier zu nehmen. Und dazu benötigen wir zum Beispiel hier Backwaren für die nächste Freischaltung. Und da kauft er Wolle, gewöhnliche Kleidung und Kräuter. Und die Kleidung, da kommt es wirklich drauf an. Weil die will ich, die möchte ich halt gerne verkaufen. Na? So. Aber mein nächster Schritt wäre, ich würde jetzt sehr, sehr gerne Folgendes tun. Und zwar würde ich hier oben erstmal einen zweiten und dritten Schreiner anstellen, weil aus dem Holz soll mehr Bretter werden, damit ich diese besser verkaufen kann oder damit mehr Bretter überhaupt verkauft werden. Und das wäre also sozusagen der erste Schritt. Und dann überlege ich mir tatsächlich hier oben wieder, wo jetzt die Holzfällerhütte steht, ein weiteres Forsthaus anzubringen. Die Wartungskosten sind aber relativ hoch.
Aber ich denke, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo wir sagen können, das kriegen wir hin. So, dann setzen wir nämlich den Fürste hierher und sagen nämlich hier wieder, bitte forste mir mal diesen ganzen Quatsch hier auf, bis hier runter, damit ich nämlich hier oben unbegrenzt an Baumaterial komme. Und ja, das ist sozusagen jetzt gerade erstmal der Plan. Und hier werde ich dieses gesamte Abbaugebiet wird quasi gestrichen. Hier. Das kommt alles weg. Das ist übrigens gerade ein Bug gewesen, ne, den ihr da gesehen habt. Weil das Gebiet da drüben gehört mir ja gar nicht mehr. Macht aber nichts. So, weil hier kann nämlich gar nichts mehr abgebaut werden. So, das wird alles weggenommen. Dafür soll hier bitte alles abgebaut werden. Bis hier hoch. Ihr könnt ihr alles abforsten. Ist mir egal. So. Perfekt. So, und jetzt wird hier nämlich hier oben der Forstbetrieb aufgebaut. Und mit dem sollten wir eigentlich ja, sehr viel Holz bekommen. Und hier, der Bäcker, der ist auch schon, also da sind die Leute auch schon dabei, den hochzuzimmern. Und es läuft eigentlich zurzeit ganz gut. Also es könnte schlimmer sein, sage ich jetzt mal so, ne? Das wird dann übrigens auch wirklich die letzte Folge für heute. Wir sind jetzt ja schon bei Folge 5 und ich habe jetzt 5 Folgen hintereinander aufgenommen. Ihr seht, wie fesselnd für mich dieses Spiel ist. Also das passiert relativ selten, dass ich wirklich so krass abgehe bei einem Spiel. Aber ja, ihr könnt euch auch mal selbst davon überzeugen, von dieser Art des Spiels. Ich find's toll. Ja, so hier von oben zu gucken, wie quasi die kleine Ortschaft wächst. Schön. Einfach nur schön. So. Wir warten quasi noch darauf, dass die Bäckerei fertig wird. Die steht tatsächlich in den letzten Zügen. Und auch der Forstbetrieb geht richtig voran. So, und hier sollen wir... haben wir leider noch alles nicht, aber das kommt noch. Ich bin mir sicher, das kommt. So. Also, der Ortschaft geht's gut. Sie gedeiht und wächst. Wir haben hier ausreichend Korn, auch für einen harten Winter. Alles gespeichert, gesichert, geladen. Und hier haben wir noch ja, unser gemahlenes Mehl. Ja. Und in den nächsten Minuten, ich gehe sehr stark davon aus, dass es noch in dieser Folge passieren wird, wird die Bäckerei seinen, ja, also wird die Bäckerei quasi anfangen und die ersten Brötchen werden gebacken. Oh, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich brauche da nämlich 20 Brötchen, um den nächsten Handelsweg freizuschalten. Und bei dem kann ich nämlich meine Klamotten... Ich habe 136 Klamotten. Kann ich die verkaufen? Das ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr praktisch. Aber es kann sein, dass ich dafür noch ein Lagerhaus bauen muss. Weil das hier wird wahrscheinlich... Ja, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Also ich werde wahrscheinlich hier einen Slot... wegnehmen können, damit ich da Stoff reinsetzen kann. Das mache ich jetzt am besten auch gleich mal. Damit ich hier gewöhnliche Kleidung draufsetze. Und hier Brot. Und sage, mach mal bitte das ganze Ding voll bis oben hin. Damit ich nämlich dann wirklich sagen kann, bitte verkaufe mir... So, hier ist übrigens jetzt es fertig. Oh, ist es fertig. Aber ich habe keine... zugewiesenen Plätze. Das ist natürlich schade. So, wo kann ich denn noch einen Arbeiter rausholen? Ich glaube aus dem hier. Ich kann mir hier Heinrich noch rausnehmen.
und packe mir Heinrich hier als Bäcker mit dazu. So. Der Förster legt los. Sehr gut. Kann ich nicht pflanzen? Ohne? Okay. Nö. So, hier fängt jetzt der Bäcker... fängt jetzt an, langsam Brot zu backen. Wir haben ja hier wirklich einiges gespeichert. Also hier sind jetzt 50 Klamotten drin. Wir fangen jetzt wirklich an, hier richtig loszulegen, richtig zu backen. Und verkaufen dann unsere Brötchen, nämlich auf dem Markt. Und zwar editieren wir den jetzt und machen hier einen Lebensmittelstand draus noch. Und verkaufen jetzt hier... So. Bau beginnen. Setzen das nach oben. Denn auf dem Lebensmittelstand werde ich neue Brötchen backen. Werde ich neue Brötchen draufsetzen, sage ich jetzt mal. Und die Bären, die gehen weg wie warme Semmeln. Schaut euch das mal an. Hier die Bären gehen überhaupt nicht nach oben, obwohl ich hier 3 Sammler voll habe. Also richtig voller Sachen. Oh, guck mal, und das erste Brot wurde gebacken. 4 Brote sind schon gebacken. Das geht richtig ab. Und diese Brote werden jetzt eingelagert hier. Und, ja. Wir bauen jetzt gleich hier unseren nächsten Bereich. Und da können wir nämlich dann anfangen, Brote zu verkaufen. Aber das machen wir erst, wenn wir 20 Brote hatten. Um nach Northbury, die neue Handelsroute freizuschalten. Denn dann können wir nämlich diesen Stoff endlich loswerden. Also die Überproduktion an Kleidung endlich von uns stoßen. Bin jetzt nur gerade am überlegen, wo jetzt die Brötchen hinwandern. Ah, okay. Die Brötchen wandern ins Lagerhaus. Okay. Da dürfen sie natürlich hinwandern. Das ist kein Problem. So, 12 Brötchen haben wir schon. Bei 20 werden wir nach Northbury unseren Handelseinfluss quasi ausweiten. Und endlich dieses vermaledeite Zeugs losbekommen. So, 12. Wir haben immer noch 12. Tja, so langsam sollte es doch mal hochgehen, oder? Immer noch 12. 16 jetzt. Der Markt bleibt erstmal unangetastet, ne? Also wir können zwar sagen, hier, ich möchte jetzt bitte Brot verkaufen, aber noch soll da bitte keiner hin. So. So, wir sind jetzt bei 20, das heißt, wir können jetzt die neue Handelsroute freischalten. Und ja, in der Handelsroute sagen wir bitte, verkaufe Stoff. Verkaufe bitte Stoff. Und zwar, Moment, verkaufe hier dieses Zeugs. Verkaufe bis zum Warenwert. Und zwar, bitte, er soll den gesamten Stoff einfach verkaufen. Raus damit. Brauche ich nicht. Weg damit. So. Und weiter geht's. So, hier kann ich gepflanzt werden. Okay. Ja. Das kriegst du schon hin. Bist ja schon ein großes Mädchen. So, und jetzt fange ich an und verkaufe hier das hier.
So, verkaufe jetzt also Brötchen. Und da kann auch gleich mal Claude ran. So, nee, ich lasse das mal so. Was macht die denn da? So bäckt man, glaube ich, keine Brötchen. Ich weiß nicht, ich bin kein Fachmann, aber... Okay, der bringt hier gleich die Brötchen. Die kommen gleich auf den Markt quasi. Oh, sehr gut. Der Markt rentiert sich langsam wirklich sehr. Also da geht's richtig ab. Und wenn der Händler jetzt kommt, hier, der kauft zwar immer noch nur das Zeugs, aber es kommt ja auch der zweite Händler jetzt. Und der kauft mir dann endlich die Kleidung ab. So, ich hoffe mal, dass dann hier noch ein Händler kommt, der mir dann die Kleidung quasi vom Leib nimmt. So. Oh, ja, sorry, ich bin leider immer noch erkältet. Ich bin ja immer noch am selben Tag. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Aber ich würde mal sagen, das kriegt ihr schon. Das ist schon nicht so schlimm, oder? So. Ach, schaut euch mal an. Da hat er ordentlich eingekauft, der Herr. 236. Die Bilanz ist gut. Die Bilanz ist gut. Aber natürlich sind die Unterhaltskosten ziemlich hoch. Also, die höchsten Unterhaltskosten, ich weiß halt leider nicht warum, aber dieses Forsthaus hat halt Unterhaltskosten, die sind halt, wie soll ich sagen, die sind, ja, utopisch, sage ich jetzt mal, ne? So, wir verkaufen hier aber immer noch hervorragend unser Brot auf dem Markt. Es ist eine wahre Freude, hier zuzugucken. Und ja, auch das Geld geht nach oben. Hier, 310. Entschuldigung, Schluck auf jetzt auch noch. Ist echt eine gute Sache. Also, ich überlege halt schon gerade, was wir als nächstes machen wollen. Also, wir haben eigentlich jetzt alles gekauft. Also, alles gebaut, was hier möglich ist. Wir sollten halt jetzt vielleicht doch langsam die Kirche wieder einweihen. Ja, weil es ist doch so, wenn wir so gucken, wo wir die Kirche hinsetzen. Und zwar werden wir sie wieder an dieselbe Stelle setzen wie vorher. Und zwar genau hier. So, Holzerweiterung. So, Tür B. Nee, Tür A. Ja. So. Tür C. So. Kleiner Turm. So. Vor damit. Ja, das ist jetzt wichtig, weil so langsam komme ich jetzt nämlich an die 500 ran. Und sobald ich 500 habe, mein Arbeitsplatz ist vollgestopft. Ah, okay, der hat genau 100 Holz. Das ist natürlich interessant.
Also wenn ich jetzt genau 500 habe, kaufe ich mir dafür gleich den nächsten Platz hier. So, schauen wir mal. Also wenn das jetzt nach oben geht. Na, so, jetzt sind es bei mir 500. Dann kaufen wir uns das nächste Land. So, weil dann können wir nämlich hier gleich uns erweitern. Können wir nicht gleich sagen, Moment. Bitte mache daraus ein Wohngebiet. Hier. So. Perfekt. Schön. Das läuft echt gut. Sehr, sehr gut. Hier werden wirklich richtig gut die Sachen verkauft. Also gefällt mir richtig gut. So. Auch die Wollproduktion läuft. Wenn ich jetzt noch hier die Kirche gebaut habe. Da wird es richtig, richtig praktisch. Ja, also wenn die Kirche fertig ist, gehe ich davon aus, dass auch wieder neue Gebäude freigeschalten werden. So, wir haben Forsthaus, Holztor, Lagerhaus. So, also wirklich, wir haben so langsam haben wir wirklich alles, was das Herz begehrt. Und ich merke halt, dass ich langsam müde werde. Aber es ist ja halt auch schon 2:30. Puh. Mensch. Wie die Zeit verfliegt mit diesem Spiel. Also, seht es mir etwas nach, wenn ich vielleicht nicht ganz so viel erzähle. Wie ganz am Anfang. Oh, guck mal, wer ist denn das? Ah, okay. Mr. Kunibert kauft wieder Sachen bei mir. Bin ich schon sehr gespannt. Also wir haben hier wirklich jetzt schon einiges. Also wir haben jetzt ja wirklich viel freigeschaltet hier. Und ja, in Folge 3 war es, glaube ich, echt knapp mit dem Geld. Also da haben wir nicht gut gewirtschaftet. Aber mittlerweile muss ich sagen, top. Läuft. Haben wir ganz gut hingekriegt. So, ich hoffe ja mal, dass hier irgendwann mal der Händler kommt, der mir diesen ganzen Stoffquatsch abnimmt. Das wäre echt sehr, sehr schön. Vielleicht hier hin. Ist der hier? Kommt der von hier oder? Ich weiß noch nicht, wie der aussieht, der andere Händler. Warte. Nee, der kauft denselben Quatsch hier. So. Okay, hier Bretter. Die Kirche wird gerade noch gebaut. Ja, also ich glaube, wir können gerade nicht so viel machen. Wir können nur mal ganz kurz in das Getümmel quasi reingehen. Können uns mal das Treiben ein bisschen angucken hier auf dem Markt. Oh, wir sind in der Schneiderei. Macht aber nichts. So, hier sieht man, wie hier fleißig die Waren abgeholt werden. Hier in dem Falle das Brot. Und das verkauft sich halt auch wirklich wie, naja, wie sagt man so schön, wie geschnittenes Brot verkauft sich das hier. Hier vorne wartet ein Wohnhaus immer noch darauf, dass es gebaut wird. Ja, hier geht es gerade nicht so ganz voran bei der Wohnhausproduktion. Oh, warte, hier ist er. Nee, doch nicht. Okay. Ich dachte, hier ist der, der das verkauft. Warte, Moment. Ah, hier ist er. Da kommt er. Oh ja, super, wenn er aber nur 10 Kleider kauft. Puh. Eisen.
Kohle und Eisen. Also ich weiß, dass das hier Eisen ist, glaube ich zumindest. Aber Kohle? Kohle, Kohle, Kohle. Hier ist auch Eisen. Vielleicht aus Holz. Vielleicht macht er aus, macht er wirklich Holzkohle. Da kommt er. Der guckt erst in Lager 1. Da wird er nichts finden. So, und dann geht er nämlich in Lager 2. Und da kauft er nämlich mir hoffentlich den ganzen Quatsch ab, der da drin ist. Sehr gut. Ich werde mal Wolle drin lagern. Und sage bitte, Handelsware, bitte verkaufe auch die Wolle. So. Denn, den Rest kann ich eigentlich auch woanders lagern hier. Also die Brötchen. Und jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, wenn jetzt die Anfrage auf Brötchen kommt, könnte ich sie befriedigen. Und ich kriege auch wirklich ziemlich viel Geld. Also, ich muss sagen, es läuft. Ja. Hier wird auch fleißig gebaut. Ja. Steine werden hier gebraucht. Werkzeuge. Aber Werkzeuge habe ich ja auch hier noch im Mass. Also die, ja, also da wird die Kirche sicherlich auch noch fertig. Ja, also vielleicht sogar noch in dieser Folge. Und, ja, das kleine Dörfchen hat sich doch zu, ja, hat sich doch ganz gut entwickelt, würde ich sagen. Nur, jetzt sind wir auch wieder gleich bei 500, da müssen wir gleich das nächste kaufen. Walls. No Walls. Okay. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass in dem Spiel auch irgendwann mal Gegner kommen. Das wäre richtig, richtig, richtig schön, wenn das noch passiert. So, ich bin gespannt. Och, zwei neue Dorfbewohner. Ich bin jetzt schon bei 75 Mann. Ach nee, 35 Mann. Entschuldigung. 28 Leibeigene und 10 Bürgerliche. So. Ist klar, ich habe wieder 500. Ich werde mir das nächste Land kaufen. Gerade überlegen, welches. Vielleicht hier oben? Oder das? Nee, hier. Denn ich brauche hier das Eisen als nächstes. So. Und vielleicht kaufe ich dann als nächstes hier, damit ich hier oben die Burg bauen kann, von der ich schon die ganze Zeit geträumt habe. So. Dann macht mal weiter, meine Freunde. So. Ach, schön. Ah, das mit der Kirche, das kann sein, dass wir das diese Folge nicht mehr schaffen. Das dauert schon noch eine Weile. Das kann schon noch so 10 Minuten dauern, bis es fertig ist. Wir können aber auch ein kleines bisschen vorspulen. Lass uns mal auf die 3 spulen, weil es passiert gerade eh nicht allzu viel. So, da wird nämlich fleißig gebaut. So, ach guck mal hier, wie sie wuseln. Auch interessant, wie die Försterin halt nicht hinterherkommt hier mit dem Nachforsten der Wälder. Auch das Holz wird langsam etwas knapp. Das heißt, ich werde mal wieder etwas Abbaugebiet hier nachzeichnen. So. Und werde aber auch gleichzeitig sagen, bitte forste mir das hier auch auf. Ja. So. Gut. Alles klar. So. Oh, die Kirche. Also das Mittelschiff ist schon fertig.
So, ich glaube, als nächstes müssen die Bretter geliefert werden, damit nämlich der Turm fertig gebaut werden kann. So, hier, da wird nämlich schon der Turm angefangen. Und mit der Kirche sollte eigentlich, sollte dann eigentlich der nächste Schritt kommen, hoffe ich. Also, dass ich weiterkomme in der Freischaltung von den Objekten. Das wäre zumindest sehr, sehr schön. Aber wir warten einfach mal, bis die Kirche fertig ist. Das wird übrigens eine Tür. Hier. So. Na? Okay, noch nicht fertig. Aber gleich. Gebäude liegt quasi in den letzten Zügen. So, wir schalten mal wieder auf normale Geschwindigkeit und die Kirche ist fertig. Sehr gut. Da strömen sie in die Kirche rein. So, ach, guckt euch das an. Und das sorgt gleich dafür, dass die ersten Wohngebäude aufgestiegen sind. Hier. Ah, schaut euch das an hier. 4 neue Gebäude wurden freigeschaltet. Super. So, aber das schauen wir uns tatsächlich erst in der nächsten Folge an. Und das wird auch für mich eine Spannung sein, weil ich nämlich jetzt ins Bett gehe. Ich bin echt müde. Aber es war wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Zeit mit euch. Hat viel Spaß gemacht, 5 Teile hintereinander aufzunehmen. Das ist ordentlich. Ich mache die morgen fertig und dann kriegt ihr die aufs Auge gedrückt. Ja, volle Kanne. Ja, schön. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Spiel, wann ihr die Reihe anguckt. Und wir sehen uns dann zu Folge 6. Und vielleicht bin ich bis dahin auch schon gesund, dann müsst ihr mich nicht mehr husten hören. Okay, na dann. Sag ich mal so. Tschüss, euer Ritter Ortak. Ciao.